Da ist er, der neue Cheftrainer der Lilien, Ramon Berndtrot, ein bekanntes Gesicht in der Fußballszene im Rhein-Main-Gebiet. Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der 98er ist jetzt Interimstrainer. Wie ist jetzt nochmal Bundesliga-Trainer zu sein? Ach, na ja, komm, das sehe ich gar nicht so. Ich sehe einfach Hilfe intern im Verein. Ich habe schon öfter eine Sonderaufgabe hier gehabt. Ja. Von den Fans beim Training gab es heute Mittag spontanen Applaus. Doch eine Dauerlösung ist Berndtrot nicht, selbst wenn er alle drei noch ausstehenden Spiele gewinnen sollte. Das würde ich sehr, sehr begrüßen und würde mich wahnsinnig freuen. Und wir alle würden uns wahnsinnig freuen für Ramon und das gesamte Team. Aber ich glaube, wir wollen uns auch für die Zukunft aufstellen. Und da denke ich, wird der Ramon Berndtrot eher keine Rolle spielen. Das heißt aber, dass er jetzt natürlich eine ganz wichtige Rolle für uns hat, indem er jetzt hier auch mit dazu beiträgt, die Dinge auf den Weg zu bringen. Mit der Beurlaubung von Norbert Meyer und Holger Fach sind bei den Lilien gleich zwei neue Posten zu besetzen. Trainer und Sportdirektor, wobei nicht zwingend nach zwei Personen gesucht wird. Wir haben ja hier durchaus auch schon gute Erfahrungen gemacht mit Trainern, die sagen wir, nach englischem Vorbild auch eine Team-Manager-Funktion, deswegen heißen die glaube ich auch in England auch so, ausgeübt haben und nicht nur für das rein mannschaftliche zur Verfügung standen, sondern sich auch über den Mannschaftskreis hinaus Gedanken gemacht haben. Die Fans fragen sich jetzt natürlich, wer soll der neue Mann sein? Wer wird die Lilien wieder in die Erfolgsspur zurückführen? Einige Namen sind bereits spekuliert worden. Alle Spekulationen, die ich auch schon wieder heute Morgen gelesen habe, hochinteressant immer. Also ich kann Ihnen sagen, jetzt hier 0,0 Kontakt zu niemandem bis dato. Jetzt müssen sich die Vereinsverantwortlichen Gedanken machen, welches Anforderungsprofil der neue Trainer haben soll. Denn Darmstadt ist eben kein Verein wie jeder andere. Und der Neue muss mit den Gegebenheiten und dem aktuellen Kader zurechtkommen. Denn Wintereinkäufe wird es bei den Lilien wahrscheinlich keine geben. Und ich glaube, wir sind weiterhin gut beraten, Personalie, der die Arbeitertugenden verkörpert oder eher verkörpert als jetzt einen Fußballprofessor. Am Wochenende beim Spiel gegen Freiburg ist Ramon Berndtrot der Chef an der Seitenlinie. Doch spätestens zur Rückrunde soll ein neuer Mann gefunden worden sein. Hoffen wir, dass die Verantwortlichen den Rettungsweg so schnell wie möglich finden.